Warten wir die Szene ab. Hoffmann. Und Tor. Nicht zu glauben. Tor in der ersten Minute. Gut, dass wir die Aufstellung unterbrochen haben. Eine Bombensensation im nahezu ausverkauften Münchner Olympiastadion. Erste Minute genauso wie bei der Weltmeisterschaft hier beim Finalspiel, als Holland in Führung gegangen war. Das ist haargenau das gleiche Tor hier rechts von uns. Also der FC Magdeburg führt mit 1:0. Die Bayern gehen mit einem 0:1 zurück. Wunder. Das war ein unnötiges Dribbling jetzt. Pomarenke. Seguin. Sparwasser. Sparwasser. Tor! Begonnen hat es mit diesem Dribbling von Wunder. Völlig unnötig. Verliert den Ball. Pomarenke ging rechts durch. Schnitzende Abwehr. Hier haben wir die Szene noch einmal. Sparwasser. Lässt Franz Beckenbauer mit einem Haken stehen, umkurvt ihn mit dem linken Fuß sozusagen und schießt mit dem rechten ins lange Eck. Naja, das ist jetzt schon mehr als eine halbe Sensation. Knapp vor der Pause führt der FC Magdeburg im Europacup-Spiel hier in München in der Höhle des Löwen gegen den Europacup-Sieger in dieser Disziplin, gegen den FC Bayern mit 2:0, ein Tor zu Beginn, Bayern um 2 Jahre verlängert hat. Beckenbauer versucht immer mehr die Initiative in die Hand zu nehmen. Inzwischen wurde Hoeneß niedergestoßen von Zapf. Das könnte und müsste einen Elfmeter geben. Es gibt ihn auch. Also in dieser zweiten Hälfte, hier haben wir es. In dieser zweiten Hälfte überstürzen sich die Ereignisse. Es war ein völlig unnötiges Foul von Zapf. Und Elfmeter für den FC Bayern. Tor. Gerd Müller. Nur mehr 2:1 für den FC Magdeburg im Europacup-Spiel bei strömendem Regen im Münchner Olympiastadion. Bombensicher den Tormann getäuscht. Das war der Anschluss. Mit seinem preußischen Namen passt aufs Erste gar nicht in die Mannschaft dieser Ur-Münchner hinein. Aber darauf kommt es ja im Fußball schließlich nicht an. Beckenbauer. Müller. Tor! Na, das war ein Müller-Tor! Beckenbauer, Müller. So haben wir es ja schon einige Male erlebt. Da die Wiederholung. Der Franz schlänzt den Ball zu Gerd Müller. Die berühmte blitzschnelle Drehung und ein reiner Rissschuss. Völlig chancenlos war der Tormann. Er konnte kaum nachschauen. Das zweite Tor des Gerd Müller in diesem Spiel. 2:2 zwischen FC Bayern und FC Magdeburg. Hoeneß. Tor! Wir werden gleich sehen, ob Gerd Müller den Ball noch berührt hat. Hoeneß. Das dürfte ein Eigentor gewesen sein. Egal,